Weil das ist ja eh schon so voll hier, das Floß. Na ja, gut. Müssen wir mal eben gucken. Wir machen mal eben... So. So, Moment. Wattspieler. Würde ich doch fast mal behaupten, 15. Oh, links ist großes Insel. Also links, ja, hinter uns alles fast. Gut. Ich wollte jetzt ja erstmal zum Technodrom. Ja, da war ja was. Wie weit ist denn das wohl? Das ist ja mal noch. Ich glaube, wenn wir hier irgendwann so eine richtige Palmfarm haben, Leute, dann macht sich das langfristiger besser, als von Insel zu Insel zu ballern, wie so ein Vollhorst. Das könnte gut sein. Weil die sind ja doch an einem Tag sind die ja durch, die Dinger. Also, ne, dann sind die fertig. Hau ab, du Möwe! Was war das? So. So, Seite, okay. Da habe ich noch ein paar. Was kostet so ein zweiter Reihen? Ach, du leck mich. Der kostet ja Titanbarren. Ja, komm, das ist Scheiße. Ja. So, dann erstmal die Bolzen wieder hier rein. Die Nägel hier rein. Den Kopf schmeiße ich übers Wasser, dann können wir den Hai mit vergiften. Geil. Da stehe ich drauf. Das kann auch weg. Ist nicht viel, aber der Rest kommt in die Müllpresse. Wo ist das Ding? Oh. Nein! Das ist eine scheiß Möwe, ey! Einmal nicht aufgepasst. Ah ja, du und die Möwe, das ist schon falsch gebaut. So, wie weit ist denn der noch hier? Boah, 1300 Meter. Gut. Das wissen schon mal richtig. Mit dem Biokraftstoff, das läuft ja auch richtig gut hier hinten, ne? Na, ich hoff's. Richtig geil. Ja, die Tanks sind voll. Ja. Oh, aber keine Kartoffeln mehr. Naja. Die wachsen nach. Gut, gut, gut. So. Oh. Darum wird hier nichts geschmolzen. Die Batterie ist leer. Nee. Ohne Batterie wird das nie was. So. Guck mir nicht so an, du Ziege. Heute ist nicht mehr mein Tag. Ich sollte nicht mehr reimen. Heute nicht. Ich bin zu müde. Blanke Seilnagel. Gemüsesuppe haben wir auch schon gemacht, bis der Arzt kommt. Muss mal ein bisschen Zutaten wegkriegen hier. Machen wir mal das nochmal. Und machen wir das mal mit den Rüben, ne? Geht nicht. Wieso geht nicht? Weil Kokosnuss reinkommt. Ja. Und Pilze. Verdammt aber auch. Ja, ne? Manchmal bin ich einfach zu doof. So, eine Kokosnuss. Da wurde wieder ein Ei gelegt. Sehr schön. Einmal ein Pilz. Zweimal Fleisch. Und was, nicht richtig oder was? Komm her, Fässchen. Komm her. Und du auch. Warum kann ich da jetzt nicht kochen? Ach, der kocht noch, oder? Aber ich habe keine Planke, um was... Ah! Akkusativ, Nominativ, Dativ. Auch einfach. Echt? Hä? Auch einfach. Und ich stelle mich jetzt Vollpfosten raus. Was fehlt hier, Andy? Akkusativ, Nominativ, Dativ?
frag lieber meinen Chat, der ist schlauer als ich. Genitiv? Ich hätte genau, hätte ich jetzt Genitiv auch gesagt. Genitiv ins Wasser, weil es da tief ist? Richtig. Ja, Chat schreibt auch gerade Genitiv. Wenn Marie das schreibt, dann bin ich richtig. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum? So, rein mit den Kartoffels. Ja, ich koche mal wieder ein bisschen. Achso, sollte das denn vielleicht auch hier... Schaufel brauche ich jetzt nicht. Ich kann hier unten rein. Ich hatte irgendwo einen Stein. Da ist ein Stein. Rein da. Den brauche ich. Ja, du Kackmöwe! Zack. Das gibt's doch nicht. Geh nicht tief ins Wasser, weil es da tief ist. Habe ich noch nie gehört, wie geil ist der denn? Ja, man lernt auch in meinem Stream nicht aus. Bleib hier, du Fass! Nein! Scheiße! Verkackt. Verkackt, Schulle? Was hast du wieder gemacht? Ich konnte das Fass nicht an Bord ziehen. Oh. Ich sag's dir, das tut weh. Ist ja schon wieder eine Möwe. Batterie leer nee. Schon wieder? War doch gar nicht an, oder habe ich ihn wieder angelassen, weil ich dumm bin? Achso, von Mr. Radar. Von Mr. Radar. Den Film würde ich gerne mal wieder sehen. Den habe ich schon ewig nicht mehr geguckt. Hat Mr. Radar? Kennst du das nicht? Der steht direkt neben Mr. Coffee. Spaceballs. Oh, Spaceballs. Ja, habe ich auch super lange nicht gesehen. Ich glaube, zuletzt in meiner Kindheit sogar. Deswegen bin ich wahrscheinlich nicht auf den Gag gerade gekommen. Na gut, nee, so lange ist es dann doch nicht her, aber. Ich habe aber gesehen gerade. Schon ein paar Jährchen. Ich weiß gar nicht. Bei Paramount Plus. Ich glaube, da kann ich mir den gerade angucken. Da habe ich mir letztens noch gedacht, oh, da könnten wir ja mal wieder reingucken. Das Einzige, was ich da mitgenommen habe, ist Lord Helmchen halt, ne? Yep. Na, Bodo. Bodo, der Dodo. Fressen die dir das hier nicht weg? Nö, das fressen nur die Möwen. Ah, okay, gut. Da hast du Glück. Ich sage es dir. Da hast du ja richtig Glück. Was? So. Wurde von der Leiter geschubst. Fertig. Können wir ja gleich nochmal machen. Batterien gehen ja auch durch wie nix, ey. Das ist alles durchlaufender Posten. Fall. Geht gerade ab wie Schmidts Katze da. Ja, wir haben auch gut zu fressen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Schon ja, not wenn man bad. So an, wenn man so an früher denkt. Ja. Wo man sich über eine einzelne Kartoffel gefreut hat, die man so aus dem Fass geholt hat. Oder so einen mickrigen Fisch. Ja. Mickrig trifft's da auch, kann ich mehr reden. Trifft es da auch richtig. So. Da, das Technodrom. Ich seh's. Ich kann dem sehen. Shredder und Krang sind. Wo ist die Möwe? Was? Wer ist da? Shredder und Krang? Achso, ja. Die habe ich akustisch nicht verstanden. Achso. Ich dachte schon gerade Kulturschock. Hier ist noch Fleisch. Wer weiß, vielleicht triffst du auch den König der wahrsten Schweine Bebop. Das kann auch sein. Und wenn Rocksteady dann noch da ist, dann haben wir richtig Geburtstag. Ich sorge dir. So, ach guck mal, da ist sogar gleich so eine Rutsche.
Ja, die haben wir überall aufgemacht, die Rutsche, ne? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die haben wir alle aufgemacht, weil wir, gut, also ich sag mal nicht, weil wir wollten, sondern weil wir das Floß gesucht haben, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie sowas. Ja, oder wir sind am Anfang komplett gleich einmal rumgegangen und haben aufgemacht. Weiß ich auch nicht mehr genau. Und so wie ich sehe, stehen alle Bäume wieder, Schulle. Oh, nice. Das heißt, ich kann denn da Holz farmen? So, in welchem Jahr ist Paper geboren? Oh, Bresser, Hallöchen und danke für den Wait. So, ich fahr mal daran, weil dann komme ich hier schneller wieder weg. So. Na, genug Mario Kart gezockt. So, Moment, jetzt nochmal kurz Paper. Wann wurdest du geboren? 2009. 2009, weiß ich nicht, 2015, wärst du jetzt quasi 18. Wenn ich mich nicht irre, bist du noch keine 18. Wissen tue ich es nicht, darum sage ich 2009. 2015 wäre jetzt 8. Ne? 2015 gesagt, ich meine 2005. Also. Da war was los, wieder Custom Lobby oder was? Hallöchen, Caro. Na, haben sie dich wieder geärgert? Ah, siehst du, sag ich doch C. Ja, Brahma, Assi wie immer, genau. Vor allem Brahma. Ne? Der immer noch der Liebste von allen, auch wenn von uns allen, auch wenn er langsam sich annähert. Was ich ja prinzipiell gut finde. Pilz. So. Und eine Kokosnuss. Und Feuer! Feuerfrei! So. Ich muss erstmal kurz ein bisschen ernten, dann komme ich mit zum Holzhacken. Ja, alles gut, ich mache sonst auch. Ich habe da überhaupt kein Problem gerade mit. Jo, ist ja alles auch klar, Bresser. Mein, ja, viel Spaß im Lurk und danke für den Raid. Scheiß Riesenprojekt hier. Wo packe ich denn das wohl mal hin jetzt? Habe ich denn jetzt. Oh, da muss ich erstmal noch Äxte bauen. Weil so viel ist gar nicht mehr. Was haben wir denn? Bolzen, Schrott, Seil, Planke. Das haben wir natürlich wieder alles nicht. Ich besorge erstmal Planke und dann mache ich uns wieder ein paar Äxte. Sauber. Ach, Hallöchen, Brahma. Guck an, du bist auch mitgekommen, ne? Hast du sie bei Mario Kart wieder abgezockt? Oh, ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich hoffe mal, die Alerts hört man auch im Stream. Boah, in welchem Jahr? Ja, okay, gut. Kam Super Mario Bros. Für den NES. Oh Gott. Gibt's denn da wenigstens ein A, B oder C? So, also sonst gehst du darum, dann gehe ich hier rum. So, und vielen Dank für den Follow an Caro und Brahma. So bin ich gerade, wurde Brahmas Follow angezeigt. Ich habe mir auch gerade überlegt. Irgendwie 98, 99 irgendwie. Das Nintendo Entertainment System. Ich tippe mal, Mario Kart war mit sogar fast ein Launch-Titel mit Super Mario Bros. Obwohl, nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, keine Ahnung. Das Super Nintendo müsste früher gewesen sein. Ja, aber es geht ja um das Spiel Super Mario Bros. Ich habe eben Mario Kart gelesen, oder? Ach, ich bin dumm. Ja, könnte auch 87 gewesen sein oder 86 sogar. Boah, ich überlege gerade. Wie gesagt, so ein A, B oder C, das wäre jetzt toll. Ja, dann. Also, wann das SNES rauskam, oder was meinst du? Nee, das Spiel dazu, Super Mario Bros. Ich meine, der kam doch mit zum Launch, oder nicht? Super Mario Bros. Das war. Obwohl, nee, warte, das. War doch auf dem NES, ne? Ja, nicht NES. Nicht auf dem SNES. Ja. Kam auf dem Nintendo Entertainment System. Und naja, das gab's. B85, C87. Da tendiere ich zu 87 oder 85. Ich sage aber mal C. Ich würde auch eher sagen 87.
Also ich weiß, dass es das auf jeden Fall auf so einer Dreier-Cartridge gab. Super Mario Bros. Tetris und hier dieses Super Soccer oder wie das hieß, fürs NES. Das hatte ich nämlich damals. Jo, alle klar, Brahma, dann guten Hunger und viel Spaß noch hoffentlich. So, meine Axt ist kaputt. Meine Antwort ist C. Keine. Ich logge C ein. Sind Sie sich wirklich sicher? C ist so, falsch, es wäre B gewesen. Doch, 85? Krass. Alter, okay. Krass. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Nee. Gut, also ich sag mal so, gut, da war ich zwei, also da habe ich das NES noch nicht gehabt. Aber, ja, eben, ne? Ich war auch zwei. Ich hatte das NES auch nie, das hatte nur mein Cousin. Ich hatte zur Super Nintendo-Zeit das Mega Drive. Den Sega Mega Drive. Das war meine erste Konsole. Das hatte meine Nachbarin. Das habe ich mir ab und zu mal ausgeborgt. Hallöchen und danke fürs Partyhütchen. Hätte ich auch mal gucken können. Twitch hatte mich vor zwei oder drei Wochen schon angeschrieben wegen Jubiläum. Habe ich natürlich verpennt. Naja. So. Guck hier. Eigentlich habe ich recht. Weil 85 kam es in Japan und 87 erst in Europa. Ja, guck, in Japan war es ja eh das Famicom. Ja, eben. Nee, war das Super Famicom das Famicom war doch in Amerika, oder? Ja. Ich meine Japan. Ja? Famicom müsste Japan gewesen sein. 85 war ich noch Quark im Schaufenster. Ja. Bin da haben wir überhaupt schon gezockt. Naja gut, gezockt wohl noch nicht. Nee. Nee, das noch nicht. Anfang der 90er rum habe ich angefangen zu zocken, könnte man sagen. So super, also Mega Drive, Sega Mega Drive, Sonic, das fand ich als Kind so toll. Und habe ich bei einer Freundin von meiner Mama gespielt, die hatte eine Konsole, ohne Scheiß. Und ich fand das so toll, dass ich die dann irgendwann, glaube ich, zu Weihnachten oder so gekriegt habe. Ja, ich habe damals auch mit einem normalen Gameboy angefangen. Dann kam irgendwann das NES, dann das SNES. Danach die PlayStation 1, als Final Fantasy 7 rauskam. Oh ja, PlayStation 1 das müsste ich überlege gerade, Final Fantasy 7 müsste 97 rausgekommen sein, wenn ich mich nicht irre, bei uns. Und von da an bin ich der PlayStation treu geblieben anstatt Nintendo. Ja, also Nintendo immer mal wieder, aber eigentlich war ich dann auch eher so das PlayStation-Kind. So. Oh, ich in Anführungszeichen leider auch. Das heißt, heißt nämlich auch, dass ich Ocarina of Time, Majora's Mask und sowas leider nie gezockt habe. Wally, du Drecksau! Wie kann ich den nochmal den Roboter anhauen? Oder abschießen mit Pfeilen? Oh Gott. Wird er aber nur deaktiviert und droppt der noch seine Karte? Keine Ahnung. Und die Batterie ist auch schon wieder alle, Alter. Lass mich jetzt in Ruhe. Oh, da hinten ist noch einer. So. Komm, die Treppe kommst du nicht runter. Nee. Furze. So, haben wir eigentlich wieder Äxte? Ja, ich habe welche gemacht. Du musst zu mir kommen. Ich habe vergessen, die in Tooltime reinzuknallen. Na denn, dann mache ich noch mal kurz mein Inventar leer. Okay, ich soll ein Themengebiet aus Gaming. Warte mal, Themengebiet Gaming. Action-Adventure. Also wie gesagt, bei mir war es PlayStation 1. Dann bin ich irgendwie, glaube ich, eher auf den PC mal gewechselt, so ein bisschen. Hatte zwischendurch noch die PlayStation 2, aber die habe ich mir erst gekauft, als die PlayStation 3 schon gerade draußen war. Und dann habe ich, wie gesagt, mehr auf dem PC gezockt. Die PlayStation 2 hatte ich eigentlich nur wegen Guitar Hero und Need for Speed. Mhm. Und als ich dann mit dem PC irgendwann so ein bisschen gezockt habe, habe ich einen neuen Freund kennengelernt, der wieder PlayStation gezockt hat. Dann habe ich mir eine PlayStation 3 gekauft. Ich glaube, anderthalb Jahre bevor die PS4 rauskam. Nee, ein halbes Jahr bevor die PS4 rauskam, glaube ich. Mhm.
Und... Bist du denn? Dann habe ich mir nach einem Dreivierteljahr PS3 gleich die PS4 geholt. Ja. Und jetzt zocke ich halt wieder zweigleisig. PC und Konsole. Ja. PC war dadurch dann aber lange wieder nicht. Und das merkt man auch, wenn ich jetzt Shooter spiele, treffe ich halt alles. Nur nicht den Typen, den ich treffen muss. Das kenne ich irgendwo. Hier bin ich, Schulle, hier bin ich. Rechts, links von dir. Ah, da. Ich hab mich schon gewundert. Okay, eine habe ich noch. Na den. So viel konnte ich auch noch. Dann gehe ich mal hier am Rand weiter. Ja, mache ich auch gleich noch. Ich habe mir damals auch meinen ersten PC von meinem Konfirmationsgeld geholt. Sprich, das müsste auch 97 gewesen sein. Ah, Wally ist böse. Dann schön so geile Sachen wie Command & Conquer etc. Das zum Beispiel habe ich nie gespielt. Also ich habe immer mal zugeguckt, weil ein Kollege das gerne gespielt hat, aber ich selbst nicht. Meine Mutter, ihr damaliger Freund hatten auch sämtliche Konsolen. Was heißt denn sämtliche Konsolen damals, also zu der Zeit? Das kann ja auch vieles heißen. Ich hatte zum Beispiel auch nie, oder stimmt gar nicht, eigentlich war meine erste Konsole, glaube ich, sogar ein Handheld. Ich glaube, der Game Boy war mein erster. Vor dem Mega Drive noch. Fällt mir gerade ein. Game Boy war auch mein erster. Und dann hatte ich aber nie wieder ein Game Boy. Also ich hatte nie Game Boy Color oder sonstiges. Nee, das hatte ich auch nicht. Für Super Nintendo hatte ich dann den Super Game Boy, aber sonst... Doch, meine Frau wollte sich irgendwann mal zwischendurch den 3DS oder den 3DS Plus oder so, also war die größere Version davon. Die wollte sie unbedingt haben. Und das haben wir uns dann auch noch geholt, ja.